Hier braucht man Konzentration, Kondition, Koordination und natürlich Fußbälle. Am Sportgelände von Karet Lappersdorf ist was los an diesem Samstag. Die Kids kommen von weit her. Ja. Ja. Der ehemalige portugiesische Fußballprofi Gustavo Ribeiro, kurz Guti, hat eine Fußballschule mit individuellem Konzept gegründet. Normalerweise in den Vereinen gibt es kein Individualtraining. Was wir anbieten können, ist sehr viel, so quasi unser Konzept mit der Farben, Koordination, so koordinative Sache, Mentalsache, das ist auch ganz wichtig. Und es zeigt Wirkung. Ja, vor allem in Schnelligkeit und Technik. Da bin ich jetzt eigentlich viel energischer, also viel schneller. Das Konzept überzeugt aber nicht nur die Kids, sondern auch Pauls Vater Alexander, wobei der sich eher um was anderes kümmert. Der hat einfach einen Partner gesucht, der, sag ich mal, mehr die bürokratische Arbeit erledigt. Ich bin schon auch als Trainer dabei, aber halt nur auf absoluter Reserve. Also nicht freiwillig. Ist auch wichtig. Hier ist übrigens alles Corona-konform, weil Einzeltraining. Guti sieht sein Projekt sogar als Chance im Lockdown. Außerdem kann er individuell auf jeden jungen Fußballer eingehen. Einzeltraining, okay, du konzentrierst und fokussierst von einer Stunde nur in die Spieler, nur in die Schwerpunkte, dass das Spieler hat. Und die Entwicklung ist auch sehr schneller. Ich kann das jetzt nur anhand auch von meinem Sohn explizit einfach erzählen. Der hat hier einfach innerhalb von einem halben Jahr jetzt einfach einen Riesensprung gemacht. Das freut den Papa und natürlich auch Paul, der schon noch ein paar Jahre dranhängen will. Ja, also ich will schon nur auf so gute 5 Jahre schon noch spielen. Sollte klappen mit dieser maßgeschneiderten Ausbildung.